Willkommen zum 14. Teil der Serie Biblische Prophetie. Derek spricht hier eine gewaltige Wahrheit an. Alles, was in Gottes Wort offenbart ist, gehört uns und unseren Kindern. Alle Verheißungen, aber auch alle Warnungen, alle Segnungen, aber auch alle Flüche, die mit Rebellion und Ungehorsam zusammenhängen. Als Menschen ist unser Verständnis des Wortes oft ungeübt und etwas trüb. Es gibt aber ein Hilfsmittel, das uns der Vater im Himmel gegeben hat, das Wasserbad des Wortes, das ungezwungene Lesen oder Baden in der Bibel. Now, Moses says the things that are revealed are for us and for our children. Moses sagt, das, was uns geoffenbart ist, ist für uns und unsere Kinder gültig. That we may do them. Dass wir das auch tun. God never gives a revelation just to scratch an itching ear. Gott gibt niemals eine Offenbarung, nur damit mal die Ohren von jemand gejuckt werden. There's always a practical purpose. Sondern da ist immer eine praktische Zielsetzung damit verbunden. If we receive a revelation from God, wenn wir eine Offenbarung von Gott bekommen, if we obey it, wenn wir dieser gehorsam werden and act on it, und darauf eingehen, handeln and do what God says, und tun, was Gott sagt, then we open up to further revelation. Dann sind wir offen für weitere Offenbarungen. But if we don't do it, wenn wir aber nicht Folge leisten, we just receive it and do nothing, sondern einfach nur empfangen und nichts damit tun, we cut off further revelation. Dann verschließen wir uns für weitere Offenbarungen. God will not give further revelation to people who are not obeying what they've already received. Gott wird nicht weitere Offenbarung an Menschen geben, die nicht dem gehorsam geworden sind, was sie schon empfangen haben. And this leads me appropriately to the theme for the next session. Und das führt mich jetzt auch in geeigneter Weise zu dem Thema der nächsten Versammlung, which deals with something that is revealed. Und die beschäftigt sich dann mit etwas, was schon geoffenbart ist. We'll come to it in this next session. Bei der nächsten Versammlung werde ich But darüber let me reden. Just say what it is. Ich möchte es kurz erwähnen. It's a very clear statement. Eine ganz klare Aussage. This gospel of the kingdom must be proclaimed in all the world as a witness to all the nations, and then the end shall come. Dieses Evangelium vom Reich muss auf dieser Erde verkündigt werden, allen Völkern, und dann wird das Ende kommen. So the final sign of the coming of Jesus is the proclaiming of the gospel in all the world. So dieses endliche, endgültige Zeichen der Wiederkunft Jesu ist die Proklamation des Evangeliums in der ganzen Welt. Over the years I've taught this many times to many people. Über die Jahre hinweg habe ich das oft vielen Leuten so gelehrt. Many people have accepted it and believed it. Viele Menschen haben es angenommen und geglaubt. But very few have done anything about it. Aber wenige haben irgendetwas dazu getan. And so they cut themselves off from any further revelation. Und so haben die sich von jeder weiteren Offenbarung Gottes abgeschnitten. If God tells you to do something and you don't do it, wenn Gott dich heißt, etwas zu tun und du tust es nicht, don't expect God to tell you anything further. Dann erwarte nicht, dass Gott dir weitere Dinge offenbaren wird. So with that word of warning, mit diesem Wort der Warnung, we close the present session. Schließen wir diese Versammlung ab. God helping us, we'll be back again and we'll be dealing with Matthew chapter 24. Und Gott, wenn er uns hilft, dann werden wir wieder da sein und dann uns mit Matthäus 24 beschäftigen. Try and find time to read it through between now and the next session. Bitte finde Zeit, dass du zwischen jetzt und der kommenden Versammlung dieses Kapitel durchliest. Amen. Amen.